Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 23 Ultimate Team. Jawohl, wir spielen heute wieder in Argentinien. Blau und Weiß gestern sag ich schon, Dienstag, absolut. Das war ein gutes Spiel. Dienstag war ein gutes, witziges Spiel. Heute wieder in Blau unterwegs. Ah, stopp. Nachdem wir das ja bisher nicht verändert haben. 24. Ich weiß nicht, warum sich das ständig ändert. Hazard hat auch... Was hatte Hazard denn vor Mané für eine Nummer? Hatte Hazard die 17 bei uns? Ich glaube ja, gell? Ja, kriegt er jetzt die 20. Ach gut, dass mir auffällt, dass wir Vasquez drin haben, aber sie dann gar nicht mitnehmen. Können die Ding von Zidane da schon noch ausnutzen, würde ich sagen. Zwei Spiele, wenn wir ihn wirklich mal brauchen. Wie gesagt, wenn es knapp ist, können wir Zidane bringen. Argentinien-Trikot ist heute dran. Freitag dann wieder Deutschland. Sonntag beginnt dann praktisch eine Woche. Zu Hause. Okay. Heftiger Name. Let's go. Ah, steht anders. Unser Gegner ist unser letzter Kontrahent. Das ist dann schon auffällig. Wenn man merkt, hey, pass auf, der steht anders, der spielt vielleicht anders. Benzema kommt trotzdem durch. 1-0. Das ist, und dieser Mann ist unfassbar. Das ist eine Maschine. Den kannst du nicht stoppen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Karim Benzema ist eine Maschine. Ist das Neymar? Ja, es ist Neymar. Super, klasse. Oh, ausgerechnet Becker steht im Abseits. Kommt nicht hin. Baller kommt aber hin. Ich verstehe es, dass sich Gomez da so leicht vom Ball trennen lässt. Mané! Jetzt da, 2-0. Es freut mich natürlich auch für Gomez, dass er mal wieder trifft. Hatte man ein bisschen Flaute, was das angeht. Nicht so glücklich gewesen. Mané haut jetzt das Ding am Pfosten. Gomez zum Glück da zum Abfälschen des Balls. Das heißt, zum Abfälschen, zum Verwerten des Balles. Goretzka gefällt mir nicht so ganz, dass er da kurz mal die komplette Verteidigungs- bzw. diese Mittelfeldlinie durchbricht. Meunier. Oh, Benzema, ja, nee. Weg von da hinten. Beziehungsweise nicht mit. Mondi. Ich
das Ding sofort in die Mitte. Ja, nicht so mein. Oh, neuer Super. Daran. Macht dann so einen ganz weirden Sprung, Benzema, anstatt dass er einfach versucht, normal weiterzuleiten. Wieder neuer. Ja, ohne Probleme. Anschlusstreffer jetzt da. Jetzt muss ich noch aufpassen, dass man hier zügig. Neymar tritt uns da ordentlich auf die Füße. Benzema, ja, das sind die Dinge, die rein müssen. Da ist vorbei mit Schluss und das aus mit Schluss und lustig. Die müssen jetzt dann rein, weil, wie gesagt, er hat jetzt hier gerade so eine richtige Passding gefunden, wie er uns schön überbrücken kann. Bin nur froh, wenn die jedes Mal wieder zum Dribbling ansetzen. Weil die meisten verhunzen es dann durch dieses Schöngespiele. Sie wollen es unbedingt toll und wundervoll machen und merken aber gar nicht, dass alles, was sie damit machen, Bullshit ist, weil sie den Ball nicht dahin kriegen, wo sie ihn brauchen wollen oder wo sie ihn haben müssen, brauchen würden. Ballack, oh! Bleibt beim 3:1. Bin ich so auch der Meinung, dass das jetzt nicht so normal geklärt war, nenne ich es jetzt mal. Mané 3:1, jawoll. Der ist auch ganz wichtig. Das war eine ganz wichtige Verpflichtung für uns. Sadio Mané. Becker, du bist fast zu schnell. Nee, das passt doch. Der ist drin. Alisson legt den Gomez auf. Gomez 4:1. Becker kriegt den Ball noch irgendwie in die Mitte. Und Alisson legt ihn direkt auf Gomez Schlappen. Oh, ist das glücklich. Gomez. Oh, Mané zu weit vorne. Rüdiger. Junge, das geht gar nicht. Das geht einmal gar nicht. Das ist klare Karte. Wollen gar nicht weiter zu diskutieren. Oh, da haben wir es da hinten mal ein bisschen auffällig. Nee. Problem gelöst. Becker löst es. Ballproblem. Gomez und wieder Benzema. Oh, das, Alter. Kann ja nicht wahr sein. Kann ja nicht wahr sein, Mann. Nee. No, ja, das war eigentlich für Becker gedacht. Halbzeit, 4:1. Haben wir gut gelöst, haben wir gut gelöst. Wir haben mal schnell angefangen. So ein Spiel, wo ich jetzt Zidane bringen müsste für Ballack. Um zu sagen, hey, pass auf, ich bring ihn. Dann ist eigentlich Ruhe. Na, kriegt den Ball vorbei da. An Goretzka, dachte nicht, dass er das packt.
Noch machbar. Was mir auffällt bei unserem Gegner, ist unfassbar aggressiv auf den Ball. So, was Pässe und so angeht. Oh, Rüdiger. Mit dem man zum Beispiel noch so gar nichts hat machen können, ist Neymar. Das war immer wieder zum Dribbling angesetzt. Aber das reicht dann halt auch nicht, Sadio Mané. Junge, das ist ein Arbeitstier. Das ist unfassbar schade. Wunderbar. Hinten raus, schön geklärt. Kein Abseits, kein Abseits. Becker, Becker, Benzema. Oh, zu lang, zu lang. Zu weit vorgelegt. Schade. Konterchance. Rüdiger macht ihn das spannend. Und wartet, bis Alaba da ist. Und dann macht er die Chance dicht. Gut gemacht. Mondi zusammen mit Mané. Gut gelöst. Goretzka. Schauen wir zuerst am Ball, das heißt das nicht, dass es fair ist. Becker. Mané. Alisson ist da. 59 Minuten, müssen jetzt dann langsam wechseln. Also müssen nicht. Ich würde es nur bevorzugen, ein paar frischere Spiele auf dem Feld zu haben, um diese Führung auch komplett zu verteidigen. Ah, kriegen den Ball nicht weg. Rafinha. Rafinha, Alaba. Du kannst weiterschießen. Du kannst weiterschießen. So, Ballack. Da bringe ich jetzt eben Zidane, weil das ist... nee, bringe ich nicht. Bringe ich nicht. Ballack raus. Davies, Meunier ist aber genauso platt. Hernandez, Alaba, Saha für Mané, der ist auch platt. Gomez. Bringen wir heute mal Papa. Gnabry in Sturm. Ja. Machen wir es heute mal anders. Ich hoffe, das passt jetzt so für die letzten 30 Minuten. Überhaupt nochmal, wie gesagt, nochmal frische Kräfte, bisschen Ruhe. Und dann vielleicht auch ein bisschen Glück. Schade bekanntlich nicht. Monti. Oh, kurzes Eck, 5-1. Zweiter Ballkontakt. Die erste zur Annahme, der zweite ist der Schuss. Und dann zappelt der Ball im Netz. Und das ist wieder das, was ich sage. Setzt wieder zum Dribbling an, bringt ihm nichts. Er kommt nicht vorbei, er verliert den Ball, hat dann nur das Glück tatsächlich. Dass der Ball direkt wieder zu ihm zurückkommt. Ansonsten hat ihm das gerade null gebracht. Niente. Und das finde ich immer schon, wie soll ich sagen, finde ich sehr interessant immer zu sehen. Pass auf, es ist schön, dass ihr, wenn ihr dribbeln könnt, aber wenn ihr heute halt nichts draus machen könnt, dann bringt euch das Ganze halt auch nichts. Aber das verstehen halt viele nicht. Viele meinen halt, keine Ahnung, wenn sie jetzt die super Skills haben und super dribbeln können, ja, löst sich der Rest von alleine. Nee, eben nicht. Eben nicht. Richarlison jetzt gegen Hernandez. Naja. Rüdiger. Alaba. Becker. Zaha. Boah. Lässt er den Torhüter laufen. 6-1 Winfried Zaha. Und das war so schön gespielt. Giraldo geschickt. Der liegt quer, Papin liegt nochmal eins weiter, sieht das Saha frei durch und somit beim Torhüter, klar, war Alisson klar, scheiße, ich muss bis zum zweiten Pfosten zurück, weil der hat jetzt plötzlich hier eine Einschussmöglichkeit. Größer als manch anderer Planet, Neuer.
Ah, oh, Davis kriegt den Ball nicht weg, schade. Muss ich echt sagen, Davis als Einwechselspieler macht sich echt gut. Foul, Fragezeichen. Und hier haben wir es wieder. Zack, kommt eine blinde Flanke, Geraldo Becker. Schick Papa. Wieder sinnlos geklärt. Hernandez macht sich da schon stark, das muss ich jedes Mal wieder sagen. Aber als Einwechselspieler, das hatte schon einen Grund, warum Hernandez bei uns so lange in der Innenverteidigung stand. Jetzt macht er sogar drei Buden, Alter. 8-1! Minute. Wir haben noch 7 Minuten zu spielen. Naja, hat einen Controller weggelegt. Wieder ein ganz Erwachsener. Bisschen zu schnell unterwegs. Und Nummer 4! 9-1! Der Junge ist. Der ist ja Wahnsinn! Also, wie gesagt, anscheinend, der bringt schon was. Bloß diese Mischung, Papa, Gomez war halt nix. Die war halt einfach nichts. Sieg. Haus hoch. Kurzzeitlich beim 2-1 hat es mal ausgeschaltet, das könnt ihr mitspielen. Nach dem 4-1 ist er eigentlich auch dran geblieben. Und in der zweiten Halbzeit ist er dann in Einzelteile zerbrochen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Spielhöhepunkte, ich möchte eigentlich Gomez haben. Jawohl, wir kriegen Gomez. Das hat er sich so verdient. Das hat sich Gomez so verdient. Wirklich. Das hat sich Gomez so verdient. Verstehe gerade nicht, warum ich Gomez nicht anvisieren kann. Ich kann die gesamte Bank anvisieren, aber Gomez nicht. Das ist doch nicht schon wieder eine Ernst, oder? Gomez hat noch einen zweiten gemacht. Und da muss ich immer noch sagen, das war Sauglück. Das war Sauglück. Becker kriegt den Ball rein hier. Becker, shit. Und Gomez. Aber wirklich in Weltstar-Manier. Wie er den verwertet.
steht auch zu weit weg. Das ist, ich muss sagen, es ist bescheuert, dass man hier keine freie Kamera nutzen kann. Das muss ich immer noch sagen, das ist bescheuert. Also das ist in Madden und NHL besser gemacht, dass du frei bewegen kannst und sagen kannst, okay, pass auf, ich will jetzt hier hin, ich will jetzt dahin. So, 3 von 3 Siegen diese Woche. Das heißt, wir kriegen hier einen Bonus. Finde ich nice. Bonus-Upgrade, 5 Siege. Jumbo Premium Gold 26 Pack plus 2 weitere Sachen. Bonus-Vorschau. Eieieiei. Ist nicht schlecht eigentlich. Ist nicht schlecht. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V. Wir sehen uns am morgen schon wieder. Dann zum Gegensteam der Woche. Wieder in roten Trikots. Bis dahin. Tschüssikowski. Bleibt gesund. Wir sehen uns.